Rekordtorschütze beim SV Werder Bremen, Champions League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister und der älteste Torschütze in der Bundesliga-Geschichte. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist, Claudio Pizarro. Danke. Wie geht's dir, mein Lieber? Sehr gut, bei dir? Alles ja, gut? Bei mir geht's auch immer sehr gut. Wir haben uns hier getroffen in Berlin für ein kleines Interview. Freue mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Du hast ja deine Laufbahn jetzt vor knapp 2 Jahren beendet. Erzähl uns doch mal, was ist so der größte Unterschied, wenn man vor allem wie bei dir, nach so einer langen Karriere dann die Schuhe an den Nagel hängt? Großes Unterschied ist Zeit. Ja? Das muss man sagen. Mehr Zeit wahrscheinlich. Ja, viel mehr Zeit. Und das ist eigentlich, was ich wollte nach meiner Karriere. Ja. Ich habe viel Zeit auf Fußball gegeben, werde ich immer noch das weitermachen, weil das ist, was ich kann, das, was meine Liebe ist. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich und das ist eigentlich, was ich wollte nach meiner Karriere. Du bist Bremens Rekordtorschütze. Erzähl uns was über den SV Werder Bremen. Was macht den Verein so besonders? Ist ja eine kleine, große Liebe zwischen euch, ne? Eine kleine, große Liebe, ja, kann man sagen. Es ist Besonderes, weil ich bin von Peru nach Deutschland gekommen und ich bin zu Bremen gekommen. Und für mich da eigentlich das Beste in dem Moment, was in meiner Karriere passieren kann. Ich wollte nach Europa kommen, ich wollte ein besseres Fußball sehen, große Spiele zu werden. Und dann konnte ich die Möglichkeit, bei Werder Bremen zu machen. Das habe ich gemacht. Danach bin ich nach Bayern gegangen. Aber für mich war eigentlich, hierher zu kommen und so in eine Mannschaft und in einem Verein, die habe ich als Kleiner gesehen. Und ein Verein, der wollte größer werden. Und die Leute haben mich sehr gut angenommen da. Und da war ich sehr dankbar, dass die zu mir so waren. Und deswegen bin ich viele Mal zurückgekommen. Ja, das stimmt. Ja. Und du hattest vor 2 Monaten dein Abschiedsspiel, ne? 40.000 Menschen waren da gewesen. Erzähl uns ein bisschen was für die, die das nicht gesehen haben. Das war wirklich sehr emotionell. Für mich das war besonders auch, ne? Ja, es war unglaublich gut, dass so 40.000 da waren. Das Stadion war voll. Ich war das Zentrum von der ganzen Geschichte da und das war wirklich sehr emotionell. Auch die Spieler, die für mich da waren, meine Kollegen und meine Familie. Das war wirklich etwas Besonderes und etwas, das ich werde nie vergessen. Jetzt hast du ja eine lange Profikarriere gehabt. Hast du vielleicht so diesen einen besonderen Moment in der Karriere, an den du dich immer zurückerinnerst? Der besondere Moment, glaube ich, in der Karriere von jedem Spiel ist, wenn du etwas gewinnst, einen Titel gewinnst, das für dich sehr wichtig ist eigentlich. Und ich glaube, die wichtige oder die Moment für mich war der Jahr 2012, 2013, wo haben wir den Triple gewonnen mit Bayern. Und das war, glaube ich, das beste Jahr und werde ich auch nicht vergessen, die Champions League zu gewinnen. Also würdest du sagen, das war so der Moment, an dem du dich vielleicht auch als erstes erinnerst? Das Highlight meiner Karriere, ja. Davon erzählst du dann auch in 20, 30, 40 Jahren noch. Werde ich machen, ja. Aber es wahrscheinlich einige Geschichten zu erzählen. Ja, viele. Gibt es vielleicht in deiner Laufbahn auch einen Verein, für den du mal gerne gespielt hättest, was aber vielleicht nicht zustande gekommen ist, aus verschiedenen Gründen? Wenn ich klein in Peru war, wenn ich hatte 10 Jahre alt oder so, das habe ich Fußball geguckt von Europa eigentlich. Die haben übertragen die Bundesliga, war eine. Und der Bayern war die Verein für mich natürlich in der Bundesliga. Und dann die Serie A, die italienische. Und damals auch noch sehr stark gewesen, ne? Und da war Inter Mailand für mich die Verein, die mein Leben hat genommen, kann man sagen. Da waren schon ein paar Deutsche auch da, die haben da gespielt. Da vielleicht wollte ich hinzuspielen, aber habe ich nicht geschafft. Aber das ist auch kein Problem. Ich würde vielleicht da spielen, weil wenn ich kleiner war, da war ein Traum für mich auch da zu spielen. Ja. Aber gab es da vielleicht auch so einen besonderen Spieler, den du damals so verfolgt hast? Lothar Matthäus. Das habe ich immer gesagt, dass für mich Lothar war einer der besten Spieler in der ganzen Welt. Ich habe ihn als Idol gehabt, wenn ich kleiner war und der war's. Jetzt hast du für Bremen und für Bayern gespielt. Und da gibt es aktuell ein kleines Gerücht, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Gibt ja eine kleine Parallele. Niklas Füllkrug, deutscher Nationalspieler geworden, kam jetzt kürzlich auf das Gerücht, dass er vielleicht zu den Bayern geht. Was sind da, brauchst du jetzt gar nichts zu sagen. Ich will nur den Sprung zu dir machen. Kam heute ganz frisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Onkel von mir in Peru hat mich gefragt, ob das passieren kann. Und ich hat so, er dich angerufen? Ja, wirklich. Ist ja nicht eine Möglichkeit für Bayern? Und ich so, weiß ich nicht. Aber jetzt, dass du mir das sagst, dass hier in der Zeitung ist, oder wo hast du ja, das ist heute ist? Ganz groß geworden. Ja, konnte eine Möglichkeit sein. Natürlich, wie der das spielt und wie der die Tore macht. Und das ist natürlich eine richtige Neun. Kann eine Möglichkeit sein. Dahingehend wollte ich dich fragen, was war für dich damals vielleicht auch so ein Beweggrund, dass du dann nochmal den Schritt zu den Bayern gewagt hast? Die Champions League zu gewinnen. Ja. Das hat mir gefällt. Hat ja auch funktioniert. Ne? Ja, und ich habe es gesehen, ich war in das Stadion.
in das Finale in der Allianz Arena, wo Bayern das Finale verloren hat gegen Chelsea. Und ich habe schon gemerkt, dass die waren wirklich sehr enttäuscht und die wollten unbedingt das gewinnen. Und am nächsten Jahr hatte ich die Möglichkeit, dahin zu kommen und dann die Champions League gewinnen. Du bist 1999 als junger Spieler eben in die Bundesliga gewechselt, war ja damals auch sicherlich ein großer Schritt. Wie ist diese Liebe zu Deutschland bei dir entstanden? Du bist ja auch deutscher Staatsbürger mittlerweile. Ja, sehr groß natürlich. Ich bin viel mehr Jahre hier in Deutschland als in Peru. Und es ist natürlich auch, weil ich habe mich sehr wohl hier gefühlt, in den Norden, in den Süden, in Köln. Stimmt, aber so. Ja, habe ich noch ein Jahr da gespielt und die Stadt die Leute da waren ganz, ganz nett. Und ich fühle mich ganz wohl hier. Meine drei Kinder sind hier geboren. Zwei in Bremen, eine in München und sie fühlen sich auch hier sehr wohl, wie zu Hause. Du hast neben der Bundesliga auch in der Premier League kurz gespielt. Gibt es da vielleicht so einen signifikanten Unterschied, den du bemerkt hast, zwischen deutschem und englischem Fußball damals? Ich glaube, Unterschied nicht. Der Fußball ist ein bisschen anderes vielleicht. Mhm. Aber so großes Unterschied nicht. Ich glaube, die Leidenschaft da mit den Fans, ist sehr ähnlich. Alle lieben Fußball und natürlich ist es etwas Besonderes, in der Premier League zu spielen. Für mich war ich jetzt ja da, weil am Anfang habe ich gespielt mit Mourinho, der hat mich abgeholt, vom Bayern. Und dann, hast du vielleicht eine kleine Anekdote über Mourinho? Viele erzählen ja immer so Geschichten über ihn. Ja, ich habe eine kleine Anekdote, ja klar. Wenn ich da gekommen bin, ich habe meine Unterschrift den Vertrag unterschrieben und dann bin ich nach der Copa America in Südamerika gegangen, mit meinem Land zu spielen. Und da die Mannschaft war in Vorbereitung, aber ich habe mit dem noch keinen Kontakt gehabt. Und da war ich am Strand, erinnere ich ganz genau, in meinem Urlaub und bekomme ich eine SMS von Mourinho. So, der Trainer schreibt mir jetzt. Und der hat geschrieben: Claudio, wir haben heute, die waren in den USA in der Vorbereitung, wir haben heute gegen Red Bull New York gespielt. Zwei Tore gemacht, 2-1 gewonnen, Lampard, Drogba, wir warten auf dich. Da habe ich gesagt, ey, das ist unglaublich, wie der das macht. Und dann, natürlich willst du das dahin kommen und dann unter ihm zu spielen. Das also hattest du auch eine gute Beziehung mit ihm? Ja, sehr gut, sehr gut. Lass uns nochmal aufs Thema gerade zurückkommen, ich habe dich unterbrochen. Ja. Also was war so für dich der große Unterschied so zwischen England und Deutschland? Ich glaube, das ist kein wirklich großes Unterschied, weil die Leidenschaft da war in beide Land. Aber natürlich, das war für mich, dass ich nicht so oft gespielt habe in England. Ja. Das war nicht das so gut, wie ich dachte. Aber dann bin ich natürlich zurück zu der Bundesliga gekommen, weil habe ich mich viel besser hier gefühlt. Und die Leute kannten mich hier und ich kannte auch die Leute hier oder die Bundesliga sehr gut. Und da hat das wieder alles vom bisschen heimisch ganz schnell geklappt und wieder Tore zu machen und da war alles wieder gut. Du hast ja eigentlich in einer sehr interessanten Zeit deine Profikarriere gehabt. Du warst in den 90er noch dabei, dann die 2010er Jahre, sogar noch im Jahr 2020 und der Fußball hat sich ja in der Zeit extremst entwickelt. Ja. Gibt es vielleicht für dich so merkbare Unterschiede zum Anfang deiner Karriere und jetzt? Ein sehr großes Unterschied ist der Fitness. Ja? Ja, klar. Läuft man viel mehr, muss man viel mehr achten auf die Körper und die Qualität ist nicht genug, nie mehr genug. Ja, ist das so krass geworden? Ja, sehr, sehr großes Unterschied, weil früher, wenn du Qualität hattest, dann konntest du einfach spielen und alles, was du willst, machen. Jetzt ist so viel Konkurrenz da und jetzt musst du viel auf deine Körper achten, auf dein Diät, gut schlafen, gut trainieren und dann natürlich auf dem Platz auch Leistung zu zeigen. Wenn du jetzt noch mal ins Jahr 1999 reisen könntest, kurz vor deiner Unterschrift bei Werder Bremen, was würdest du dem jungen Claudio Pizarro für einen Rat mitgeben? Oh, das ist ja schwer, aber ich habe das immer gesagt, ich habe viele Fehler in meiner Karriere gemacht und viele Sachen, die vielleicht nicht passen, aber dadurch habe ich viele Sachen gelernt auch. Mhm. Und ich glaube, alle Fehler, die ich gemacht hatte, dann habe ich von den Fehlern gelernt und dann hat mich weitergebracht. Und deswegen glaube ich, wenn ich ihm was sagen konnte, ist schwer zu sagen. Einfach genießt den Reise im Fußball. Ja. Bist du auch ein bisschen traurig, dass das vorbei ist mit der Profikarriere? Nein, weil ich wusste schon, es kommt zu einem Ende irgendwann und ich war schon vorbereitet. Ich wusste schon, dass ich werde irgendwann nicht mehr mit den Jungs so das alles halten.
Oder ich kann. Ich meine, du hast es sehr lange gehalten. Du bist der älteste Torschütze der Fußball-Bundesliga. Das Problem eigentlich für uns, wenn du erfahrener bist, es ist der Erholung, der Regeneration. Ja. Das ist brutal langsam. Ein Junge mit 20 trainiert, wir trainieren beide das Gleiche. Er braucht 4 Stunden und dann kann der wieder trainieren. 2 Tage. Und dann kann ich wieder trainieren. Das ist das große Problem. Und wenn du das nicht verstehst, dann bekommst du viele Verletzungen und dadurch kannst du sagen, ich kann nicht mehr. Du musst da achten und musst du lernen, zu deinem Körper zu hören. Gibt es, da berichten ja immer viele Spieler darüber, dass sie halt auch viel für den Profifußball geopfert haben. Gab es bei dir irgendwas Großes, wo du sagst, boah, da musste ich echt drauf verzichten, während der aktiven Profizeit? Ich habe ein großes Diät gemacht, wenn ich 35 Jahre war, weil ich wollte wirklich lange spielen. Und dann musste ich auf Sachen verzichten, dass ich normalerweise viel gegessen oder so. Aber hat mich geholfen, wirklich hat mich geholfen. Hat abgenommen und dann habe ich auch, mein Verdauern war viel besser und dann konnte ich vielleicht viel mehr erhalten. Wie geht es denn bei dir weiter? Privat, sowohl privat als auch beruflich. Du bist ja jetzt seit 2 Jahren auch Botschafter. Ja, genau. Da, mit dem Botschafterjob bin ich sehr zufrieden. Ich mache viel mit den Sponsoren, mit den Fans. Ich bin viel mehr in Kontakt mit den Bayern-Familie, kann man sagen. Und ich habe auch viel Zeit für mich. Und das ist genau, was ich wollte. Nach meiner Karriere bin ich sehr zufrieden. Und ich meine, du bist heute hier, also irgendwo bleibst du dem Fußball noch erhalten. Genau, ne? Auch. Das werde ich immer noch bei mir bleiben. Claudio, dann wünsche ich dir, sowohl beruflich als auch privat, ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke. Danke, danke.